Wir befinden uns heute in der Küche des Lungomare-Gasthauses, ein sehr zentraler Platz. Neben mir steht und werkelt der Koch des Hauses, Uli Gamper. Und wir werden ihm heute etwas in seine Töpfe reinschauen. Uli, erzähl doch mal, was ist deine Aufgabe hier in der La Cucina? Also in der La Cucina im Lungomare-Gasthaus, weil ich koordiniere sozusagen die Küche, also ein bisschen das Gastroprogramm, weil wir auch Gastköche haben, die herkommen, um für einen Tag oder mehrere Tage zu kochen. Und aber ja, ich koche auch selber. Wir haben zusammen mit meiner Assistentin auch ein Menü erstellt für das ganze Monat. Deine Assistentin ist die Agatha. Agatha Erlacher, ja. Wir sind ein tolles Team. Wir assistieren uns gegenseitig, sagen wir immer. Und ja, und, aber es hat schon eigentlich vorher begonnen mit der Suche, mit der Produzentenrecherche, weil wir eigentlich schon wollen natürlich mit lokalen Produkten arbeiten. Und wir haben versucht, Produzenten, Bauern zu finden, die mit einer gewissen Ideologie praktisch arbeiten. Wir bauen unsere eigenen Kräuter an und wir sammeln, ja, wir nehmen die Sachen aus unserem Garten mit. Deswegen, ja, ich glaube, es ist schon okay zu sagen, dass der Großteil sehr lokal ist. Du hast ja einen sehr interessanten Hintergrund, also du bist ja kein gelernter Koch, du bist Designer. Magst du uns kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, hier die Küche zu schmeißen? Also ausbildungstechnisch komme ich eigentlich überhaupt nicht aus der Gastronomie. Ich habe eigentlich nie eine Kochausbildung gemacht. Ich kam zum Kochen halt als Kind, meine Mutter und so weiter. Und das hat mich eigentlich immer schon als, ja, als Kind schon begeistert. Und dann im Designstudium habe ich eigentlich so einen Tag eins immer schon im Bereich Essen, Tischkultur, Tischmanieren und so weiter gearbeitet. Also mein allererstes Projekt, wo wir uns irgendwie an der Uni vorstellen mussten, war mit Gewürze. Und mein Abschlussprojekt war eigentlich eine performative Dinnerparty sozusagen. Deswegen, es war schon immer, irgendwie war immer ein roter Faden in den ganzen Studienjahren da, das mit Essen zu tun. Für dich ist es ja auch sehr wichtig, wie du gerade schon erklärt hast, du möchtest ja mit dem Kochen auch etwas ausdrücken, eine Message rüberbringen. Ja, ich meine, mich, was mich am Kochen interessiert oder was ich immer wieder versuche mit einzubeziehen, ist irgendwie den Zugang, den man als Designer zum Teil haben kann, der schon anders ist, glaube ich, als ein totaler Koch, wobei dieser Bereich immer mehr ineinander überfließt. Ich meine, wie man zum Beispiel Materialien manipulieren kann. Oft, ich glaube, als Designer sieht man das Kochen sehr als einen Materialprozess auch, eben Manipulation von Materialien, dass ich immer farblich sehr viel spielen kann, auch um sehr gewohnte Zutaten einfach leicht zu verändern, indem man sie farblich verändert in ihrer Struktur, in ihrer Textur, in ihrer, und so weiter. Und was mich persönlich sehr interessiert, ist irgendwie, wann Essen Aktivismus wird, also man mit dem Essen wirklich auch eine politische Aussage geben kann, also wo man einfach auf soziokulturelle Problematiken und so weiter hinweist. Und in diesem Bereich passiert, glaube ich, in den letzten Jahren ziemlich viel, und vor allem so Friedensstiften durch Essen, weil man einfach am Tisch, glaube ich, immer in einem recht friedlichen Bereich ist sozusagen. Und das ist das, was mich persönlich sehr interessiert. Wünsche ich uns guten Appetit.